Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Age of Engineering. Ich glaube, da war ich jetzt ein bisschen vorschnell, aber wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Ich glaube, ich brauche noch was, um das umzusetzen, was ich machen möchte. Das Hauptproblem war ja, was mich ja gestört hatte bei den Progressive Automation Maschinen, die ich ja hier stehen habe. Sekunde, die da. Also die da zum Beispiel. Dass ich also viele regelmäßig Tools nachliefern muss. Und das kann man tatsächlich bei dem Farmer jetzt meiner Meinung nach vermeiden, indem ich das Tool aus Papier herstelle. Dann hat das Tool nämlich fünf Modifier-Plätze. Und die kann ich besetzen mit dem Modifier. Hier, Reinforcement. Dafür brauche ich Obsidian und irgendein Cast. Irgendein Billow Cast. Ja, super. Habe ich da irgendeinen besonders billigen dabei? Irgendeinen, der nur eins kostet oder so? Moment, ich guck mal. Cast. Was haben wir denn da? Swordblade kostet nur. Hier, Toolrod Cast, der kostet mich nur eins. Perfekt. Das ist der, sieht nach dem billigsten aus. Dann brauche ich etwas Cobblestone. Moment. 1, 2, 3, 4. Machen wir. Und ich muss das auch irgendwie einfüllen. Was haben wir denn benutzt zum Gießen? Was können wir da benutzen? Molten Gold, Molten Brass, Aluminium Brass. Was ist denn Brass? Kupfer und Zink. Zink haben wir mega wenig. Das würde ich jetzt nicht dafür einsetzen wollen. Was ist Aluminium Brass? Aluminium und Kupfer. Okay, ein Kupfer, drei Aluminium. Das passt. Nee, hier nicht. Hier, ne? Nee. Doch, doch, hier. So, Sekunde. Genau die Dinger stelle ich her. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Ja, fast perfekt. Und dann stelle ich eine Axt komplett aus Papier her. So, Paperbinding. Axt-Head. Oh, das war ein Broadaxe-Head. Das war nicht so clever. Hier, den hier wollte ich eigentlich haben, glaube ich. Na, egal. Hauen wir weg. Und eine Toolrod. So. Dann mache ich hier mir eine Axt daraus. So, so, so. So. Paper Hatchet. Writable 2. Damit haben wir nämlich, wenn mich nicht alles irrt, haben wir fünf Modifier. Und die werden wir auch gleich benutzen. So. Jetzt würde mich mal kurz interessieren, ob jetzt mittlerweile hier drin Fisch gelandet ist. Ja, mega gut. Fantastisch. So, Paperhead weg. Den falschen, den ich hergestellt habe. So. Ich bin ziemlich produktiv, ja? Also, auch wenn das jetzt erstmal so, ne, nicht ganz perfekt klappt, aber ich bin ziemlich produktiv gerade für meine Verhältnisse. So, wir haben Wasser. Weil wir brauchen jetzt, oh, wir brauchen ziemlich viel Obsidian, fällt mir dabei auf. Das ist erstmal aus, das ist gut. Wie viel Lava ist hier drin? 37. Ich fülle hiermit gleich 16 rein an Wasser. Das heißt, ich habe 16 Obsidian. Allerdings brauche ich 14 Obsidian, 40 Obsidian. Ganz kurz, ich gucke mal, ob wir im Lager noch genug Obsidian haben, um die Differenz zu schaffen. Obsidian. Wir haben zwei. Fantastisch. Es klappt nicht, weil wir nicht genug Obsidian haben. Das ist doch jetzt mal nicht fassbar. Das ist doch jetzt mal echt unfassbar. Wir haben hier noch etwas Lava drin. Gut, die macht den Kohl jetzt aber auch nicht mehr fett. So. Okay. Und das hier ist, ach, ein bisschen Blut.
weil ich das Blut ab und zu abgieße. Falls ich es. Wie mache ich das jetzt am günstigsten? Ich brauche noch mal Wasser auf jeden Fall. So. So. Das lasse ich hier füllen. Ja, da werde ich mir Lava. Gott, das ist so doof gerade, ey, vor allem, es fehlt jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Also so ist es ja nun nicht. Mir fehlen 16 und 23, was war das? Das waren zusammen 36, mir fehlen 2 Lava. Das ist doch jetzt echt. Okay. Dann hole ich mal rasch. Mit dem kann ich immer ein 14 mitbringen. Wir haben hier vorne ja immer noch einen Lavasee, so ist ja nun nicht. Der ist ja noch ganz gut ergiebig, denke ich mal. So. Meine Empfehlung, wenn ihr in die Nähe von solchen Sachen hier kommt, schaltet das Gliding wieder ab, weil ihr unter Umständen nicht daran denkt, dass sich euer System auf einmal anders verhält. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9. Manchmal zeigt er mir einen vollen Eimer an, obwohl ich einen leeren habe. Jetzt zeigt er mir einen leeren an, obwohl ich eigentlich einen vollen haben müsste. Ich begreife es manchmal nicht. So. Ah, cool. Das kann auch ein Doppelklick gewesen sein. Manchmal macht ja manchmal mache ich ja aus Versehen Doppelklick, weil mein Maus Doppelklicks gerne macht. Super. Das, okay. Bin jetzt gerade nicht gesehen im ersten Moment. Da habe ich wohl ein bisschen Angst gekriegt. Ich könnte ja auch einfach hier ein bisschen Obsidian mitnehmen, ne? So ist ja nur auch nicht. Ah, das war jetzt nicht so gut. Sekunde, Sekunde. Kann ich mich irgendwie hier löschen? Ja, na klar, ich habe hier vorne einen See. Zumindest einen Fluss. Sekunde. Ah. Ja, sehr gut. Toll. Habe ich mich total toll gelöscht. Hier? Nicht mit dem Tool. Mit dem hier. So, das ist doch. Das ist Skystone. Das ist gar kein Obsidian. Okay. Dann wird das hier auch alles Skystone sein, ne? Ja, okay. Okay. War schon überrascht, dass ich da so schnell weggegraben kriegte. Gut, ich könnte jetzt natürlich Wasser drüber laufen lassen, aber eigentlich finde ich das halt. Mit dem Wasser in die Schmiede laufen lassen, viel angenehmer als die Alternative. Von daher, den Skystorm muss ich mal bei irgendwelcher Gelegenheit dann loswerden. So, 1, 2, 3. Moment mal, wie viel brauchten wir? Wir hatten schon 16 raus, das heißt 16 und 16 und 4, 24. Wir haben schon genug. Hä? Hä? Jetzt bin ich endgültig verwirrt. Habe ich den nicht? Ach, ich mache einfach alles rein. So, zack. Dann ist alles gut. Ich habe einen leeren Eimer dabei. Beziehungsweise so, zack. Jetzt habe ich einen leeren Eimer und ein leeres Dings dabei. So. Wasser habe ich unten. Habe ich mich verrechnet? Hatte ich die ganze Zeit genug Obsidian? Das wäre voll dumm. Aber nicht unmöglich, aber nee, der hatte weniger als 40 angezeigt. Oh wow, das ist ja wirklich schnell. Hä? Der zeigte 16 MB of Water und der hier auch, aber sie zeigen sie beide nicht an. Okay, sie sind beide voll, aber irgendwie wurden sie mir eben gerade als nicht voll angezeigt. Das ist ja auch irritierend. Also die 16 können auf jeden Fall schon mal rein. So, jetzt gucken wir noch mal. So, Molten. Obsidian. So, die 15 Blocks. Wir haben hier 16, 16 und 16 sind
Das sind dann 32 und ich brauche jetzt noch mal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da kann jetzt natürlich mehr reingegangen sein, weil ich mal wieder einen Doppelklick mit dabei hatte, eventuell. Aber damit kann ich dann leben. So, das sind 20. Und wenn hier drin auch 20, ja, das passt ungefähr. Okay, gut. Die sind dann gleich fertig. Und ich brauche, ach so, Kupfer und Aluminium wollte ich nehmen. Kupfer. Nehme ich mir einfach einen Block raus, was soll's. Und Aluminium. Aluminium. Im Englischen, da fehlt mir immer hinten dieses I. Ach Quatsch, ich brauche ja 3 von Aluminium. So. Okay. Kupfer und Aluminium. Zack. So. Wahrscheinlich sogar noch einen hier. Ja, einen, aber der hätte uns jetzt nicht weit gebracht. Es sei denn, es gibt sogar noch was. Ach doch, wir bräuchten ja nur. Wir brauchen ja nur wirklich wenig. Wartet mal, nee. Wir brauchen wirklich nur wenig. Wir brauchen ja nur. Brauchen ja eigentlich nur das hier. 4. Und mit dem hier haben wir 5. So, das reicht uns ja schon. Ah, das ist ja wieder mal Sunnys Großtat. So, das Aluminium läuft gerade noch aus. Das hier ist gleich fertig. So, jetzt haben wir hier Aluminium Brass. Sobald das Obsidian raus ist, können wir die Redstone Clock stoppen. Mal kurz schlafen. Ich mag es nachts gerade im Moment nicht so sehr. Zack. Was wir vielleicht vorher austesten sollten, ist, warum habe ich eine Axt gemacht? Warum habe ich unten eine Papieraxt gemacht? Ich wollte ein Farming-Tool haben. Geht hier überhaupt ein Farming-Tool? Ist der Sunny einfach doof mal wieder? Gilt das hier als Farming-Tool? Verdammt! Ich habe mich clever gefühlt gerade, ne? Ich habe mich gerade richtig clever gefühlt. Geht das damit vielleicht gar nicht? Ah, das wäre so doof. Das wäre so, so doof. Das nimmt der an. Aber natürlich ist das halt nur dazu da, Okay, vielleicht funktioniert es ja. Ich probiere es einfach aus. Ich probiere es einfach aus. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Das ist jetzt. Ja, aber eigentlich ist damit halt. Oh Mann, oh Mann. Ich hoffe mal, dass die Hoe, wie bei uns auch, nur dazu verwendet wird, um den Boden aufzureißen. Und dann ist es mir nämlich egal. Dann brauche ich die nicht so oft. Dann haue ich dann Diamanthoe rein und sag, gib ihm. Aber das wäre. Oh Mann, das ist vielleicht nicht so clever von mir gewesen. Aber das seid ihr von mir dummerweise gewöhnt. Du aus. Dich auf Aluminium Brass. Davon brauchen wir tatsächlich jetzt die 5 Stück. Eins. Zwei. Drei. Das war doof. Das Ding hat jetzt garantiert mehr Aluminium Brass gefressen. Ja. Na gut. So, brauchen wir noch eins. Oh, brauchen wir noch eins? Nein, brauchen wir nicht. Was? Das Blank Pattern hat auch nur einen verbraucht. Ich hätte mir den ganzen Spaß hier. Okay, hier sollten. Ja gut, 41 Obsidian. Damit kann ich gut leben. Damit kann ich wirklich gut leben. Zack. Die mache ich jetzt natürlich trotzdem noch für die Spitzhacke. Eins, zwei, für die Axt. Weil. Einfach so. 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 Damit können wir nämlich ein
unzerstörbares Tool machen. Das ist zwar nur aus Papier und damit nicht besonders stark, was uns aber halt einfach nicht stört, solange es halt unendlich lange funktioniert. So, und zack. Und damit haben wir ein Unbreakable Piper Hatchet. Es ist aus Papier, aber unzerstörbar. Das ist halt schon echt lustig. So, das können wir dann da drin später benutzen. So, werden wir dann nachher ausprobieren. Dann nehme ich mir eine. Ach ja Gott, da mache ich eine Diamant-Hoe. Was soll's? Moment. Hoe. Da haben wir doch bestimmt hier irgendwo. Da, nein. Boah. Okay. Diamantin-Hoe. Ist die noch besser als die Diamant-Hoe? Ja, aber nicht so deutlich. Nicht so deutlich. So, okay. Dann nehme ich mir von oben etwas hiervon etwas mit. Und zwar von den besseren. Wie viel nehme ich mir da mit? Ich nehme mir mal die vier mit oder die drei, was das sind, die hier auf dem Weg liegen. So. Fantastisch. Dann brauche ich Hemp Seeds und Kartoffeln. Hemp Seeds habe ich hier unten, Kartoffeln müsste ich oben haben. Eins, zwei. Herrgott, nehmen wir ein Stack mit, was soll's. So. Hemp Seeds, dann was brauche ich denn noch so? Ich brauche ein bisschen was zum Sortieren. Ich brauche mindestens einen Filter. Wahrscheinlich mehr. Wir haben hier einen Filter. Da werde ich wahrscheinlich gleich noch einen herstellen müssen. Gut, dass wir kein Papier mehr haben. Kartoffeln müssten wir hier haben irgendwo. Poisonous Potato sollte ich für die auch nochmal extra anlegen. Das ist eine gute Idee. Der Basic Drawer. Machen wir das darüber? Dann brauche ich gar nicht so intensiv zu sortieren wahrscheinlich. Ja, das ist gar nicht so eine doofe Idee. Ich nehme mal vier Stück mit. Was könnte kommen? Kartoffeln, giftige Kartoffeln, die Hemp Seeds und die Hemp Fiber. Vier Stück müssten reichen. Dann nehme ich mir Item Conduit mit. Energy Conduit. Okay, ich glaube, wir haben dann sogar alles. Dann brauche ich gar nichts anderes mehr. Wir gucken mal. So, wir gucken mal. Und ich müsste dann mal gucken, ob die Sense auch als Farming-Tool funktioniert. Dann könnten wir die eventuell auch verwenden. Die Hatchet könnte auch als Farming-Tool funktionieren. Dann muss ich eventuell probieren, ob halt das Ender.io-Ding die Hatchet auch als Farming-Tool benutzt. Ah nee, das ist auf Rechtsklick und nicht auf Linksklick, ne? Obwohl, die Hoe macht, glaube ich, auch auf Rechtsklick, ne? Ich habe gerade keine Rückmeldung von meinem Minecraft. Warum nicht? Das macht mir gerade Angst. Sonst spawne ich immer direkt in die Dimension. Ich habe mich falsch bewegt, sagt er mir. Hallo? Hallo? Ich habe angeblich, laut meinem Server habe ich gerade das Spiel verlassen. ja, dann würde ich sagen, back to Server List, okay. Dann probiere ich es nochmal, ob ich mich gleich einloggen kann. Logging in. Also heute macht das irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hatte das vorhin schon mal, da hat er mich getimeoutet jetzt an der Stelle. Und da musste ich tatsächlich Server neu starten auf meinem PC. Das war vorhin die Geschichte mit Heavy Engineering, mit Immersive Engineering. Gut, dann an der Stelle eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Ich werde mal kurz das neu starten und dann sehen wir uns wieder. Und dann bauen wir das mal auf. Ich hoffe, das klappt. Ciao, euer Sunny.